Und jetzt der Wochendurchblick mit Florian Streibl. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, willkommen zum Wochendurchblick. Diese Woche haben die künftigen Berliner Ampelpartner einen Gesetzesentwurf vorgelegt, mit dem die künftigen Anti-Corona-Maßnahmen gesteuert werden sollen. Das ist notwendig, weil Ende November die sogenannte epidemische Notlage ausläuft. So sollen den Ländern die Möglichkeit gegeben werden, weiterhin das Tragen von Masken anzuordnen oder 3G- und 2G-Zugangsregelungen zu erlassen. Doch statt einer massiven Impfkampagne anzustreben und klare bundeseinheitliche Regeln festzulegen, signalisieren Scholz, Baerbock, Habeck und Lindner mit dem Dokument vor allem eins. Die Länder sollen es halt mal wieder machen. Für mich grenzt das Papier, das SPD, Grüne, FDP da vorgelegt haben, an Arbeitsverweigerung. Es offenbart das ganze Steuerungsversagen der Bundespolitik in der Corona-Krise. Deshalb haben unsere gesundheitspolitische Sprecherin Susanne Enders, der parlamentarische Geschäftsführer Fabian Mehrung und ich bereits am vergangenen Wochenende einen Appell an Berlin gerichtet. Wacht endlich auf, schafft klare Regeln für einen solidarischen Kampf gegen Corona. Und zwar bitteschön vor der Kanzlerkür am 6. Dezember. Die künftigen Koalitionäre dürfen nicht länger zusehen, wie Corona-Ampeln in immer mehr Ländern auf Rot springen und diese mit bloßen Achselzucken quittieren. Wir Freien Wähler setzen ganz klar aufs Impfen, auf einen kostenfreien Test und eine Sanierung unseres schwer überlasteten Gesundheitssystems. Denn es gibt in diesen Tagen keinen besseren Weg, Nächstenliebe zu zeigen, als sich impfen zu lassen. So entlasten wir nicht nur die Krankenhäuser, wir schützen auch andere schwer erkrankte Menschen, deren Impfschutz wegen Medikamenteneinnahme geschwächt ist, etwa Krebspatienten. Corona-Tests müssen unverzüglich wieder kostenlos für alle angeboten werden. Denn auch unter Geimpften sorgen sie dafür, dass das heimtückische Virus nicht unbemerkt weitergegeben wird. Und im Medizinwesen müssen sich Bezahlung und Arbeitsbedingungen endlich fundamental verbessern. Sonst werden noch mehr Pflegekräfte den Wechsel in einen anderen, weniger belastenden Job anstreben. Das deutsche Gesundheitswesen wird sich leider nicht über Nacht neu aufstellen lassen. Deshalb meine inständige Bitte an euch alle, falls ihr euch noch nicht habt impfen lassen, holt dies bitte so schnell wie möglich nach. Sobald euch die Boosterimpfung ärztlich empfohlen wird, nehmt auch diese wahr. Sagt bitte allen Menschen in eurem Umfeld, dass sie sich impfen lassen sollen. Gerade jetzt in der schlimmen vierten Pandemiewelle zählt jeder einzelne Pieks. Bitte bleibt gesund und Gott schütze euch. Der Wochendurchblick mit Florian Streibl. Freie Wähler Landtagsfraktion.